Wir haben hier soeben dem Herrn Ministerpräsidenten 20.000 Unterschriften überreicht von Bürgern, die gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA sind. Wir fordern den Ministerpräsidenten damit auf, eine Volksbefragung in Bayern abzuhalten, in der die Bevölkerung schlichtweg gefragt wird, ob sie diesen Handelsabkommen zustimmen, ja oder nein. Und mit diesem Votum müsste Bayern dann in die Bundesratsabstimmung gehen, weil wir überzeugt sind, die Mehrheit der Bürger will diese Abkommen nicht. Und man kann nicht über die Köpfe der Bürger hinweg solche Abkommen beschließen.